Ob wir mit Dimitri auch durch diese komischen Strudel kommen, wer weiß, vielleicht. Eine Seekarte und ein Knusperbraten. Bloß für wen der Knusperbraten ist, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Ganz klar. Oh, what the fuck. Dieser fette Fisch wurde angespült. Der ist bestimmt lecker. Roter Fisch schmeckt sicher hervorragend. Die. Ja. Erstmal schön, ne? Viel Spaß. So, was machen wir jetzt Schönes? Das ist natürlich Dimitri, den wir schon aus Oracle of Seasons kennen. Roter Fisch schmeckt sicher hervorragend. Ja, super. Didi? Ich latsche auf dich drauf, ja. Wir haben diesen roten Fisch gefunden. Wir können es kaum erwarten, davon zu kosten. Hey, was sind das für rote Kerne? Du hast Glutkerne? Klingt interessant. Tauschst du deine Glutkerne gegen den Fisch? Freilich. Abgemacht. Mal sehen, wie die schmecken. Knack, Mampf. Es brennt! Glutkerne? Brennen? Nee. Hier, komm. Ah. Hallo. Ah. Die hätten mich fast gefressen. Mein Name ist Dimitri. Wer hätte es gedacht? Ich kann im Meer schwimmen. Willst du irgendwo hin? Du darfst auf mir reiten. Reiten. Drücke A, damit ich zuschnappe. Ich bin außerdem ein toller Schwimmer. Sogar Wasserfälle hinauf. Mit deinem Kraftarmband kannst du mich auch tragen. Schön. Ja, nice. So, jetzt können wir mal in die Karte gucken. In die Karte können wir gucken. Wenn wir jetzt nach rechts gehen, da sind noch drei Felder, die wir noch nicht besucht haben. Mega interessant hier. Ja, definitiv hat sich gelohnt. Achso, noch ein Feld. Ja. Da unten sind hier, guck mal, hier sind auch noch drei Felder. What the fuck? Im Nordwesten, das wäre ja dann also... Syrup-Sexenküche. Hier irgendwo ist Level 4. Ja, schön, ne? Wie geil. Nein! Give it to me, Bebe. Na, das hat sich ja auch mega gelohnt. So, dann gehen wir mal die andere Richtung rum. Ne? Würde ich jetzt sagen. Die andere Richtung und dann darunter. Ja, das sollte gehen. Ob wir mit Dimitri auch durch diese komische Strudel kommen, wer weiß, vielleicht. Ich bin so ein bisschen aufgedreht heute, ne? Kann sein, dass ich einfach mich so sehr freue, dass wir endlich wieder dieses Spiel spielen können. So, guck mal, können wir hier durch die Strudel? Ey, nicht mal Dimitri kommt da durch, ja? Beschissen, oder was? Wir sind da. Nun trennen sich unsere Wege. Auf Wiedersehen. Du Penner! Ich wollte hier unten noch was gucken. Fuck. Na toll. Haben wir eigentlich einen Floß? Nö. Wer braucht das schon? Und was ich auch nice finde, ist, manchmal hängt er hier bei 30 Frames und manchmal auch bei 60. Das kotzt mich so ein bisschen an. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz in Fraps reingehen und hier mal sagen, dass er die Framerate locken soll. Okay, jetzt ist es behindert. Also gehen wir mal hier raus. So. Ah, fuck. Ah, shit, jetzt ist das Fenster weg. Okay, hier sind wir. Bloß mit 60 Frames will ich das nicht aufnehmen, weißt du? Blöd. Doof, ne? Doof. Maku-Baum. Schön. Shop. Was hast du? Haben wir noch Bomben eigentlich genug? Ja, doch, läuft. Das läuft. Ja, komm. Ja, Mensch, sag mal. Bloß wer braucht jetzt den Knusperbraten? Das ist doch die große Frage. Ringe hatten wir keine, das haben wir ja gerade schon gesehen.
Und wenn wir jetzt einfach hier hochgehen zum Mekubaum. Ah, shit. What's up? Wenn der Weihnachts steht, kostet seine Veränderung voll, was geschehen, ich beeise, vermute, kannst du das nachsehen? Vielleicht. Also müssen wir in die Vergangenheit erstmal traveln, sozusagen. Diese irreführenden Sackgassen, naja, das regt mich auf. Shake your head, buddy. What the fuck? War hier nicht so ein... Achso, nee, das war woanders. Neulinge willkommen? Ja, braucht man nicht. Was ist denn hier los? Impa? Ritterstadt! Nairos Haus! Zelda kommt! Zelda kommt! WTF? Link, gut abgepasst. Diese Taube verkündete mir, dass Zelda auf dem Weg nach Lünastadt ist. Ich kam her, um sie zu treffen. Doch dann... Eine Tragödie! Vor meinen Augen erschien ein rotes Monster und nahm Zelda mit. Es ist zum Turm geflogen. Was soll ich machen? Link, Zelda steht für die Hoffnung der Welt. Wenn du jetzt es zustößt, gibt es keine Rettung mehr. Da muss Zelda rein. Bitte, Link, du musst ihn nicht bringen. Are you fucking kidding me? Zelda muss in der Turmspitze sein. Bitte, Link, finde einen Weg, sie zu retten. Fork. Meine Schildkröte ist rasant im Vergleich zu dir. Nun ist es zu spät. Link, du hast mir in Holodrom einen Gefallen erwiesen. Ich habe die Prinzessin, die du suchst. Du glaubst tatsächlich, sie retten zu können? Versuche es. Ah, shit. Ja, natürlich ist der hier weiterhin alles versperrt, natürlich. Ah, der Turm ist aufgeräumt, das freut mich. Weich über einen Attacken aus und komm her, dann kannst du deine wunderhübsche Prinzessin in Empfang nehmen. Das werde ich zu verhindern wissen. Wo sind jetzt deine geilen Attacken? Ah, shit. Ja, na klar. Shit. Alter, was zieht... Boah. Du Fotze. Wir müssen sichern und fortsetzen, weil... So eine Scheiße, jetzt haben wir... Es hat nämlich, so viel ich weiß, Einfluss auf das Spielgeschehen, wie oft man stirbt. Ich würde die insgesamt Tote gerne unter 10 halten. Das Ding ist aber... So, Alter. Moment mal. 4 Herzen? Ja? Ach, hier konnte man nicht... Ach doch. Konnte man. Ja, hier müssen ja irgendwo Herzen sein, ne? Erstmal nur eine rumbuddeln hier. Ne, weil mit 4 Herzen ist ja völlig sinnlos, wenn mir ein so ein Teil irgendwie, keine Ahnung wie viel, abzieht. Wo ich mich auch frage, wo ist hier, toll! Die, Relation, ne? Das frage ich mich dann, ja doch, ne? Genau. Na, geht doch. So, 8 Herzen. Na, fuck off. So. Vielleicht eine Feder einfach. Das erinnert so ein bisschen an Donkey Kong, kann das sein? Kann das? Genau, jetzt fallen die natürlich nicht in die Treppe, in die Leiter rein. Ganz klar. Ach, jetzt auf einmal doch, weißt du? Oh, das ist so behindert. Das ist so behindert. Hatte ich eigentlich nochmal gespeichert? Nö, ne? Natürlich nicht. Schön! Vielleicht einfach speichern vorher, du Brezel. Mann, da oben war gerade eine Fee drinne. Fuck. Die hätte alle unsere Probleme auf einen Schlag gelöst. Aber nee. Timmy muss wieder einen auf extra cool machen und nicht speichern. Toll. Und hier ist natürlich wieder dieser Vogel drinne. Na, sag mal, dann wird der hier oben wohl auch die Fee drinne sein, oder? So, hier so. Ja, oder auch nicht.
Du Fotze. Entschuldigung. Ja, die war diesmal da drin. Okay. So, und jetzt bloß nicht vergessen, F2 zu drücken, du alte Brezel. So, F2 ist gedrückt. Schaufeln ist jetzt eher schlecht. Und nochmal F2. So. Ne? Wie gut das hier mit dem Springen einfach geht. Das ist einfach schön. Schön! Ist so behindert, ja. Vor allem, wieso das so unverhältnismäßig viel abzieht. Das ist doch krank. Können wir gleich nochmal von vorne machen. Das schaffen wir nie. Dreimal dürfen wir getroffen werden. Geil. Ah, shit. Oh, Leute, das ist doch behindert. Komm! Es ist so geil! Ey, du kannst hier nicht springen! Das ist so geil! Ja? Nicht! So, nächsten müssen wir nehmen. Hier müssen wir raus. Ah, shit. Ah! Denke ja nicht, ich gebe mich geschlagen. Auf Wiedersehen. WTF, Zelda. Schon wieder. Danke, dass du mich gerettet hast. Schon wieder. Ich bin Zelda. Schon wieder. Du bist Link. Stimmt's? Schon wieder. Ich wusste von dem ersten Augenblick an. Nimm dies als Dank für meine Rettung. Ein Ring. Toll. Sollen wir nach draußen gehen? Nö, lass mal drinnen bleiben. So, chille. Zelda, du bist gesund. Ich war so in Sorge. Warum nur bist du allein an einen solchen gefährlichen Ort gekommen? Es tut mir leid, dass du wegen mir in Sorge warst, aber ich sah die Zeichen. Eine Welt voller Qual und Verzweiflung dahinschwindend. Link, das Dreieck auf deiner linken Hand ist das Symbol für eines Helden. Wir dürfen Vera nicht gewähren lassen. Nur du kannst mit Rufas Pläne zum Scheitern bringen, um die Welt zu retten. Bitte, Link, vertreibe die Finster des Kraft deiner mächtigen Hand und beschütze dieses Land. Bitte, 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 bitte. Link hat sich der Sache angenommen. Es gibt also nichts zu befürchten. Nicht wahr, Zelda? Bis auf Weiteres müssen wir uns in Nairus Haus verstecken und auf Link warten. Link, du bist auf dem Weg in die Berge im Nordwesten. Westlich von hier soll ein Pfad sein. Sei vorsichtig. Link, ich hoffe stets auf deine unversehrte Rückkehr. So, Link, westlich von hier ist irgendwo ein, wie sagte man, Dings? Also so ein Dings, ne?